Und die nächste Wortmeldung, Kollege Aiwanger von den Freien Wählern. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei den Milchbauern herrscht Endzeitstimmung. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen und das kann auch jeder bestätigen, der draußen unterwegs ist, der auf Milchbauernveranstaltungen ist, der auf Höfe rausgeht. Die Betriebe leben auf Kosten der Substanz, sie geben Geld mit, weil sie eben hoffen, dass irgendwann die Krise zu Ende sein könnte, dass der Junior vielleicht doch weitermacht und so weiter. Aber wir sehen einfach, die Rahmenbedingungen führen diese Milchwirtschaft direkt an die Wand. Und wir müssen als Politik jetzt diese Rahmenbedingungen so verschieben, dass wir eine Zukunft für die bäuerliche Milchwirtschaft in Bayern und Deutschland hinbekommen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist schon ganz klar, hier das Ziel zu definieren, weil ich überzeugt bin, die Krise, die in unseren Augen bei den Milchbauern herrscht, wird an anderer Stelle nicht als Krise gesehen, denn diese 100 Millionen Euro, die allein den bayerischen Bauern im Monat auf der Milchabrechnung fehlen, die werden andernorts in die Tasche geschoben, davon profitieren der große Einzelhandel und dergleichen mehr, zum Teil vielleicht der Verbraucher, aber die bittere Rechnung wird am Ende kommen. Also diese Krise ist eine Krise der bäuerlichen Landwirtschaft und diese Krise ist politisch so gewollt, es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es gibt Marktbeteiligte, die das genauso wollen. Das ist der große Lebensmitteleinzelhandel, die hier wirklich mit Dumpingpreisen die Märkte beherrschen, weil sie wissen, die Bauern können teilweise nicht anders, die müssen liefern, häufig auch, weil sie aufgrund von Fördergeldern Ställe hochgezogen haben und jetzt noch jahrelang in Lieferverpflichtungen stecken. Die Bank verbietet denen, den Betrieb stillzulegen. Die müssen liefern, obwohl sie draufzahlen, aber der Laden muss laufen. Aussteigen tun in erster Linie dann ja mittelgroße Betriebe, wo die Jungen vielleicht in die Arbeit gehen und irgendwann sagen sie, jetzt machen wir den Spuk nicht mehr mit. Aber trotzdem, diese Krise der bäuerlichen Landwirtschaft ist an anderer Stelle gewollt. Deshalb wird auch auf Bundesebene so gearbeitet, wie gearbeitet wird. Deshalb wird auch auf Bundesebene vom Agrarminister Schmidt verhindert, an das Thema Mengenreduzierung ranzugehen, weil die Milchindustrie das nicht will, weil damit der billige Rohstoff Milch teurer würde, eventuell die Gewinne für die Milchindustrie zurückgehen würden. Und deshalb ist dieser Milchgipfel, der dann von diversen Marktbeteiligten aus der Agrarindustrie, will den Namen gar nicht aufzählen, gesteuert worden ist, aber in BDM nicht dabei war, für die läuft der Laden in die richtige Richtung. Aus unserer Sicht müssen wir deshalb Folgendes tun. Erstmal das Ziel definieren, die bäuerliche Milchviehhaltung zu erhalten. Wir haben noch 32.000 Betriebe. Ich will nicht, dass wir in 5 Jahren noch 10.000 in Bayern haben und die gehören dann der Bank, sondern wir wollen noch eine bäuerliche Milchwirtschaft erhalten und die sollen ihr Einkommen überwiegend auch am Markt erwirtschaften und nicht zu 50% unter den Gestehungskosten produzieren und dann mit Sozialhilfe und Almosen über Wasser gehalten werden, auf Kosten des Steuerzahlers über Wasser gehalten und für die Milchindustrie billig produzieren. Also müssen wir die Märkte in Ordnung bringen. Und das heißt ganz klar für mich, Herr Minister, wir müssen auf europäischer Ebene zumindest den ernsthaften Versuch unternehmen, die Menge zu reduzieren gegen Entschädigung. Da halte ich Ihnen zugute, Sie wollen das. Aber der Bundesminister Schmidt will das nicht mehr. Ich war in Neustadt an der Aisch bei den Milchbauern, da ist dann der Herr Minister dazugekommen von 4 Bodyguards umzingelt. Er hat Angst gehabt, dass ihm die Kuh Zilli, glaube ich, hat es geheißen, die Hörner vielleicht reinstößt. Aber okay, er ist hier mit 4 Mann aufmarschiert und er hat nur Zynismus von sich gegeben. Er hat gesagt, am Ende die Bauern sind selber schuld an der Überschussproduktion. Mit keinem Ton das Wort Mengenreduzierung in den Mund genommen. Auch beim Milchgipfel dieses Thema nicht verfolgt. Er hätte es zumindest jetzt auf europäischer Ebene auch versuchen müssen. Er tut es gar nicht mal, weil die für die er arbeiten muss, das nicht wollen. Und das ist Milchindustrie und Co. Das müssen wir so feststellen. Also nochmal, wir fordern eine Mengenreduzierung auf europäischer Ebene gegen zeitweilige Entschädigung. Und ich garantiere Ihnen, wenn hier
die europäische Ebene mit einem 500-Millionen-Aufkaufprogramm rausgehen würde, um nur zwei Zahlen in den Raum zu stellen, und würde sagen, damit kaufen wir für 20 Cent Milchmenge vom Markt. Sofort würden die Supermarktketten bei den Verhandlungen anders agieren müssen, weil sie Angst haben, vielleicht irgendwo in Lieferengpässe zu kommen. Die müssten darauf reagieren und würden höhere Abschlüsse akzeptieren müssen. Aber wenn wir das gar nicht anstreben, dann läuft es in die falsche Richtung. Und genauso müssen wir endlich das, ja, diese marktbeherrschende Stellung der Konzerne zurückdrängen. Wir haben hier ja das Thema Tengelmann und Edeka gehabt, wo wir ja die CSU im Agrarausschuss abgelehnt, im Wirtschaftsausschuss zugestimmt. Dann hat der SPD-Wirtschaftsminister Gabriel trotz Warnungen der Kartellbehörde dieser Fusion zugestimmt hat, damit eine noch größere Marktmacht der Konzerne geschaffen hat. Und wie es im Schachspiel auch ist, meine Damen und Herren, wo die Bauern vorne als erstes verheizt werden, so ist es auch bei dieser Agrarpolitik derzeit so. Die Großen ja machen die Situation so, wie es für sie passt. Billiger Rohstoff, Gewinne dort erwirtschaften. Die Bauern werden schon noch ein paar Jahre auf Kosten der Substanz wirtschaften. Und wenn nicht, dann gibt es wieder Fördergelder, dass ein paar junge Bauern wieder große Ställe bauen, wieder in den Wahnsinn hineingetrieben werden. Also der große Angriff an dieser Stelle auf das Versagen des CSU-Agrarministers Schmidt. Meine Damen und Herren, ich habe den in Neustadt Aisch erlebt. Das war ein Totalausfall, was dieser Herr von sich gegeben hat. Dieser Mann ist ein Totalversager und er ist Totengräber der bäuerlichen Milchwirtschaft in Bayern. Diesen Mann dürfen Sie zurückpfeifen. Wenn dort ein anderes Couleur sitzen würde, dann würde man hier in Bayern den Bauernaufstand organisieren, weil er schwarzer ist, schaut man vielleicht ein bisschen durch die Finger. Dieser Agrarminister Schmidt in Berlin ist ein Totalversager und ist Totengräber der bäuerlichen Landwirtschaft. Nochmal. Runter mit der Menge auf EU-Ebene, Mengenreduzierung durch Entschädigung und eine Korrektur der Marktmacht zugunsten der Bauern. Keine weitere Konzentration an der Stelle. Das sind unsere Forderungen an Sie. Moment, Herr Aiwanger. Wir haben eine Zwischenbemerkung von Kollegen Schöffel. Bitte. Gerne. Ja, Kollege Aiwanger, es sind auch vorhin schon mal konkretere Aussagen auch von Ihnen gefordert worden. Und ich würde jetzt schon mal wissen, wenn Sie sagen, Sie möchten das Geld einsetzen, Steuergeld, nicht für die Betriebe in der Krise und nicht für entsprechende Programme, sondern für Entschädigungen, wenn nicht produziert wird. Was machen Sie denn dann, wenn der Markt wieder in einem Gleichgewicht ist? Wollen Sie dann eine Quote einführen? Wollen Sie dann dem Markt wieder entsprechend bis zur nächsten Krise laufen lassen und dann wieder solche Aktionen starten? Genau so. Also immer wieder Geld einsetzen. Genau so, wenn Krise kommt, muss man eingreifen. Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr und wenn der Brand gelöscht ist, kann die Feuerwehr wieder heimgehen. Genau so. Also Ihr 100-Millionen-Programm haben wir ja vorher schon aufgeschlüsselt bekommen, wo dieses Geld ankommt. Natürlich bin ich nicht dagegen, diesen Mitnahmeeffekt zu akzeptieren. Wenn irgendwo Geld da ist, die Sozialversicherungsbeiträge zu senken, okay. Aber das reicht nicht. Wir müssen mit vorhandenem Geld an einem Hebel ansetzen, wo der Effekt ein größerer ist. Und der Effekt ist dann ein größerer, wenn ich dem Markt signalisiere, die Politik steht an der Seite der Produzenten. Liebe Aldi, Lidl und Co. Wir dulden nicht, dass ihr denen für 20 Cent die Milch abpresst, sondern wir steigen ein und kaufen von der 150 Millionen Tonnen EU-Milchmenge ein paar Prozent raus für 500 Millionen Euro. Dann werden bei diesen Herrschaften die Alarmglocken leuchten. Dann werden sie bessere Verträge abschließen. Dann wird die Situation eine bessere werden. Vielleicht ist er bis dorthin die Sanktion mit Russland wieder gelockert, und wenn dann die Krise rum ist, wird man natürlich dann wieder den Markt freien Lauf lassen, und wenn wieder die Krise kommt, dann wird man neu reingehen, ganz logisch. Dankeschön, Kollege Aiwanger.